Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Rebirth in der Savior Robot. Und ich habe gesagt, wir machen eine Challenge, also machen wir eine Challenge. Und ich glaube, wir fangen einfach mit der ersten an. Und die sind schon so blutrot. Lol, ich sehe jetzt die ganzen Zeichnungen da hinten. Die sind ja super süß. Naja, auf jeden Fall fangen wir mit der ersten an. Horoskop. Kann ja nicht allzu schlimm werden. Es ist die erste Challenge. Vielleicht machen wir sogar zwei. Und wir sind schon mal groß, verschießen grüne Kätzchen. Sind eine Jungfrau, wie es scheint. Okay, das kennen wir schon von der anderen. Irgendwie, von der anderen Mod. Von der, na wie heißt sie? Ihr wisst schon, von dieser anderen Mod. Hä, ich hab den Namen von der vergessen. Ah, von der Battle Epic Fantasy Mod. Nee, doch, Epic Battle Fantasy Mod. Da hatten wir ja auch schon einmal alle Dinger. Ja, das ganze Horoskop. Na gut, machen wir das nochmal. Aber in dieser Mod, weil ich will es in dieser Mod auch schaffen. Hä, aber ich kann mich irgendwie gar nicht daran erinnern, dass wir das da wirklich auch hatten, so. So wie hier jetzt. Egal. Auf jeden Fall machen wir das jetzt. Und da wir anscheinend wahrscheinlich nur bis Mutters Fuß gehen müssen. Ne, wir waren noch niemals so stark in der anderen Mod, oder? Weiß ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall, da wir... Oh, PG. Ich kann meinen Satz nicht zu Ende bringen, weil ich immer irgendwas Neues entdecke. Und da war eine Pille, die ich nicht mitgenommen habe. Verdammt. Ich hätte die Pille mitnehmen sollen. Wir müssen nur bis zum Mutters Fuß gehen, deswegen werden wir höchstwahrscheinlich sogar noch die zweite Challenge hinterher ranhängen. Glaube ich. Oder ich... Oh. Mach heute einfach zwei Parts. Ja. Also wenn das hier jetzt zu kurz ist, dann bringe ich einfach noch ein Part. Sollte kein Problem sein. Die 6. Ja, alles we wollen. Wir sind eine verrückte Katzenlady. Aber dadurch haben wir jetzt eigentlich... Ja, gut. Wir haben die Challenge kaputt gemacht. Egal, oder? Ist das egal? Soll ich noch... Ich fange nochmal neu an. Es tut mir leid. Warte. Nee, nicht continue. Lalalala. Wir haben eh nur den ersten Boss besiegt. Aber so wäre das ja nicht mehr die Challenge. So, wir machen das nochmal. Tut mir leid. So, nochmal. Nochmal. Und diesmal nämlich nichts mit, was irgendwie unsere Items neu machen würde. Ich habe jetzt nicht neu gemacht, weil unsere Items, die wir eben bekommen haben, schlecht war oder so, sondern weil das halt nicht zur Challenge gehört an sich. Und wenn man die Challenge dadurch irgendwie verändert, finde ich das doof. Und deswegen. So. Haben wir sowieso nur die erste Ebene geschafft gehabt. Das schaffen wir jetzt auch ganz schnell. Und da es sowieso keine goldenen Räume oder sowas gibt, ist das auch alles... In Ordnung. Moment. In den Shop gucken wir nochmal rein. Aha. Judgment. Der blöde Judgment leider. The Moon. The Shades. Okay. Wir haben ja eine The Lovers Karte. Das heißt, wir können ruhig viermal gegen den Gegner laufen. Und hoffen, dass er uns was gibt. Okay, was hast du uns gegeben? Two of Diamonds. Okay. Das ist doch was Schönes, haben wieder volle Leben. Nimm dann noch The Moon mit, dann kommen wir sogar noch in den Geheimraum. Ja, komm, das machen wir jetzt schon. Was kriegen wir hier Schönes? Aha. Gut, könnten noch einmal gegen den Bettler laufen, habe ich jetzt aber keine Lust zu. Es sei denn, wir kriegen hier noch irgendwo anders ein Leben. Dann würde ich nochmal zurücklaufen. Aber nur für so ein halbes Leben, ungern. Ungern. So, und was wir noch machen sollten, ist auf jeden Fall über diese ganzen Dinger rüberlaufen. Weil da kann ja immer mal was Gutes drin sein. Ja, gut. Ich laufe auch nicht ein ganzes Herz zurück. Achso, und wir dürfen nicht vergessen, dass es immer noch die Savior-Mod ist. Das heißt, es gibt trotzdem noch Items und komische Räume. Stimmt. Das heißt, diese Challenge ist dann trotzdem schwerer als bei der anderen Mod. Und ja. So, guck, haben wir die erste Ebene schon wieder geschafft. Hat keine 2 Minuten gedauert. Easy. Easy für uns. So, alles kaputt trampeln. Wir sind ein Löwe. Ein ganz gemein gefährlicher Löwe. Habt Angst vor uns. Heute sind wir mal kein Drache, sondern ein Löwe. So, was kriegen wir hier Schönes? The Magician. Ja, super Karte. Eines der besten Karten, die es gibt. Finde ich immer wieder toll, wenn ich The Magician bekomme. Wow. So. Kein blauer Stein, so wie ich das sehe. Und ein komischer Raum. Hm. Moment, warte, was? Was ist das? Warte. Hilfe!
Okay, das war ganz schön knapp. Können wir da nicht rüberlaufen? Hä? Der Knopf ist kaputt. Die ganzen Knöpfe. Die Knöpfe kann man wahrscheinlich erst drücken, wenn man alle Gegner besiegt hat, oder wie? Echt? Ja, was? Achso, die muss man gar nicht drücken. Deswegen. Ah. Jetzt verstehe ich auch diese Knöpfe endlich mal. Na, Gegner. Bomben. Und ein Herz. War hier noch irgendwo ein Knopf, den wir drücken können? Ich mag es, Knöpfe zu drücken, auch wenn da irgendein komisches Zeug rauskommt. Na. Aha. Die Monkey Paw also. Und Monstro. Ja, Chancen stehen gut, dass wir hier jetzt einen Devil Deal bekommen. Wenn wir nicht getroffen werden. Und wir müssen aufpassen auf dieses Stachelding da an der Seite, weil das sieht man recht schlecht. Wieso macht das Stachelding keinen Schaden? Oder doch, macht es? Macht das Stachelding Schaden zum Monstro? Na, muss man mal drauf achten. Jump mal hierher. Ah, okay, egal. Egal, Monstro. Du hast es vergeigt. Okay. Speed up ist immer gut. Und Hure von Babylon. Kriegen wir sogar umsonst. Lol. Was? Es gibt Devil Deals, die umsonst sind? Ja, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit. Dann können wir immer noch Angel Deals bekommen. Das ist ja witzig. Das ist wirklich cool. Es gibt kostenlose Devil Deals? Was? Wieso? Weshalb? Warum? Ich verstehe es nicht. Egal. Ich habe auch nichts dagegen. So, was ich jetzt noch mache, ist nach dem Shop zu suchen. Weil 24 Münzen... Okay, es gibt keinen Shop. Aber sonst 24 Münzen wären schon ganz schön tollig. Lava schon wieder, okay. Irgendwas wollen uns diese Karten noch sagen. Dabei ist Ostern und nicht Valentinstag. Valentinstag war schon. Oder vielleicht nehme ich das ja auch gerade am Valentinstag auf, man weiß es nicht. Nein, nämlich nicht. So, gut. Dann mal weiter runter. Warum ist der Devil Deal noch da gewesen, frage ich mich. Aber egal. Ist ja nicht weiter wichtig. Oh nein, Curse of the Unknown. Ach nee, Curse of the Unknown war ja nur, dass wir nicht wissen, wie viele Leben wir haben, oder? Wie ist das andere? Curse of the... Nee. War Curse of the Unknown auch das, wo wir nicht wissen, was wir einsammeln? Ich weiß nicht. Das werden wir gleich sehen beim Item. Beim ersten Item, das wir erblicken, werden wir sehen, ob Curse of the Unknown auch das andere ist. Ich überlege gerade, was könnte das denn sonst sein? Curse of the Lost ist ja, dass man... Nee. Hä? Curse of... Was ist der Curse of the Lost? Curse of the Lost ist doch, dass man seine Leben nicht sieht, oder nicht? Ja, jetzt bin ich gerade verplant. Was ist denn Curse of the Lost dann? Curse of the Unknown ist, dass man die Items nicht sieht und dass man seine Leben nicht sieht? Hä? Und was ist da... What the fuck? Ich bin wieder verwirrt. Egal. Gehen wir in den großen Raum hier und sind nicht mehr verwirrt. So. Auch verlieren ganz schön viele Leben, aber wir wissen, wir hatten noch ganz viele rote, blaue Herzen. Blaue Herzen waren das. Heißt, wir können noch ein paar Treffer einstecken. Nicht so wie bei Wizard Lizard, wo man voll schnell stirbt, weil man auch nie irgendwelche anderen Leben mehr bekommt. Es sind dann immer richtig viel Glück. In dieser Hinsicht finde ich Isaac sogar wirklich einfacher als Wizard Lizard. Bei Wizard Lizard habe ich irgendwie so ein paar Probleme. Und ich weiß nicht warum. Vielleicht ist das Spiel einfach nur assig. Ja, daran muss was liegen. In The Wizard's Lizard habe ich ja bisher 9 Loses oder 7? 7 oder 9 Loses und keinen einzigen Win. Super, oder? Bin noch nicht mal in die dritte Ebene gekommen. Oh. Ist schon ein bisschen traurig, aber egal. So. Ja, dann gehen wir weiter runter. Wieso haben wir diese komischen Hosendinger, Hosenträger an? Wir sehen aus wie ein Bauarbeiter. Hä? Was sind das für Hosen? Kriegt man das durch irgendein Horoskopending? Aha, egal. Was haben wir hier Schönes? Eine Pille, die... Warte, haben wir PhD? Ne, PhD war in der letzten... Okay. Okay. Okay, okay. PhD hatten wir in der letzten Runde, die ich ja abgebrochen habe. So. Hallo Spinne, hallo Dings. Aber wieso haben wir diese Hosenträger an? Oder haben wir Hosenträger bekommen durch die Hure von Babylon? Oh, apropos Hure von Babylon. Wir sollten uns dann vielleicht ein bisschen runterschwächen. Auf ein halbes... Naja, ein halbes rotes Herz ist aber echt ganz schön wenig. Naja, wenn wir ein paar weitere blaue Herzen bekommen,
Dann können wir uns auf jeden Fall auf ein halbes rotes jetzt runterschwächen durch irgendeine Maschine oder sowas. Und dann würden wir nämlich den Hure von Babylon-Effekt bekommen. Und würden dann stärker werden und auch schneller. Wäre schon ganz fresh. Aber ich glaube, wir kommen nicht mehr in diese Situation rein, dass wir genügend blaue Herzen haben. Und deswegen ist das Hure von Babylon-Item anscheinend ziemlich umsonst. Vor allem, weil wir halt nicht in The Womp wahrscheinlich rein müssen, sondern nur, wie gesagt, bis zum Mutters Fuß. Wie viel Schaden machen wir eigentlich? 4? Aber nicht nur so 4 Schaden, sondern giftigen 4 Schaden. So. Eine Biele. Die nehme ich doch gleich mal mit. Eine Speeder-Biele. So. Wir haben so viele Schlüssel, wir haben alles richtig viel. Warum kann das nicht in normalen One so sein? Da fehlt meistens immer irgendwas. Aber klar, wir haben auch am Anfang, glaube ich, 6 von jedem bekommen, weil wir Libra ja am Anfang schon hatten. Und Libra gibt dann ja einen guten Ausgleich. Auf jeden Fall. So, ich traue mich nicht, die ganzen Pilze kaputt zu machen, weil die mir sonst wehtun wahrscheinlich. Ich kenne euch doch, ihr komischen Pilze. Immer wollt ihr mir wehtun. Da haben wir den Boss. Sehr gut. Sehr hallo. Sollte recht schnell gehen. Vor allem, weil wir halt durch ihn durchschießen können. Ja. Naja. Das war easy. Hallo ist immer easy. Und trotzdem trifft er mich manchmal. So. Oh, hat Damage ab. Mein Damage ab. Jetzt sehen wir toll aus. Als wenn wir so kleine Haare hätten. Ein kleiner Bauarbeiter-Bube. Yay. Was kriegen wir? Den Kelch? Was macht der denn? Flight! Und HP ab. Okay. Ja gut, warum nicht? Fliegen ist immer gut. Oh, und wir könnten richtig schnell angreifen. Ja, unser Shotspeed ist schon fast auf voll. Obwohl, ist das... Nee, Shotspeed ist das in der Mitte links, oder? Okay, dann ist das vielleicht doch nicht so voll. Nee, man kann viel schneller angreifen. Dann ist unsere Reichweite halt fast voll. So, kriegen wir unseren Schlüssel. Und gut zu wissen, dass dieser Kelch auf jeden Fall Fliegen gibt und ein HP ab. Das wusste ich gar nicht, aber anscheinend hatten wir den schon mal irgendwann. Denn uns fehlt ja eigentlich nur noch der Godhead. Aber sollten wir hier jetzt den Godhead finden, dann würden wir ihn natürlich trotzdem nicht freigeschalten haben. Nein, wir haben ihn freigeschalten, aber dann hätten wir ihn immer noch nicht gefunden. Denn es ist ja eine Challenge. Und in Challenges kriegt man ja nichts freigeschalten, wie jeder weiß. Oder wie viele wissen. Das wäre richtig traurig, wenn wir jetzt Godhead finden würden. Wäre es halt wirklich... Warte. Wir könnten... Wollen wir? Komm, wir machen es. Wir holen uns jetzt den Hure von Babylon-Effekt. YOLO. So. Da wir nicht Eve sind... Ach komm schon, blöder Schild. Geh weg. Oh Mann, gleich geht die Maschine kaputt und dann habe ich keinen... Dann habe ich nicht genug Leben verloren. Jetzt habe ich schon wieder ein Schild. Da wir nicht Eve sind, müssen wir uns auf ein halbes Leben runterschwächen. Wenn wir Eve gewesen wären, dann nur auf ein ganzes, aber sind wir ehrlich. Und wir haben schon wieder ein Schild. Oh! So viel Money. Es war so klar! Oh nein! Naja. Egal. Ich wollte mich zwar eigentlich runterschwächen auf ein halbes Leben und nicht ganz viel Geld bekommen und mich dann wieder voll heilen und sogar noch ein Leben abbekommen, aber okay. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Au, hey. So. Joa, was sonst? Nix sonst, nee. Wir besiegen hier Gegner. Ganz viele Gegner besiegen. Ach doch, jetzt ist langes Wochenende. Kann euch, glaube ich, sogar egal sein, weil ihr, die meisten von euch haben wahrscheinlich Ferien. Aber ich habe jetzt langes Wochenende, das heißt, ich habe 4 Tage frei. Yay. Das freut mich voll. 4 Tage frei haben ist super. Na. Und wenn ihr keinen Urlaub habt, habt ihr irgendwas geplant jetzt für die 4 Tage? Fahrt ihr irgendwie weg oder? Ne, allgemein, okay, allgemein gefragt. Auch für die Urlaub oder Ferien haben. Wie feiert ihr Ostern? Ja, das ist eine super Frage. Wie feiert ihr Ostern?
bemalt ihr Eier. Das habe ich irgendwie nie gemacht. Obwohl doch, damals im Hort vielleicht, da habe ich das... Nee, haben wir auch nicht. Nö, habe ich nie gemacht. Eier bemalt habe ich nie gemacht. Wollte ich immer mal machen, aber keiner wollte das machen mit mir. Oh. Ja, bemalt ihr Eier oder sucht ihr überhaupt Eier? Das mache ich nämlich zum Beispiel immer noch. Ja, mit 19 suche ich immer noch Eier. Und zwar nicht meine eigenen, sondern Süßigkeiten-Eier. Ah. Verstecken meine Eltern immer die Eier draußen und dann darf ich suchen. Dieses Jahr allerdings nicht, weil die irgendwie weg sind und dann muss ich ganz alleine zu Hause sein. Keine Süßigkeiten für den kleinen Dizzy. Das ist schon traurig. Mein erstes Ostern, wo ich keine Süßigkeiten bekomme. Obwohl doch, ich habe schon Süßigkeiten bekommen. Von einer netten Freundin aus Dortmund. Die guckt vielleicht jetzt auch zu. Wenn ja, wäre witzig. Oh. Hä? Ich käme da gar nicht anders rein, oder? Doch mit der Bombe, aber sonst. Und ohne sie hätte ich jetzt gar nichts zu naschen. Das wäre doof. Ja, oder was kann man denn sonst an Ostern machen? Oder macht ihr einfach gar nichts? Oder zockt ihr einfach nur? Oder macht ihr... Ja, weiß ich nicht. Was macht ihr denn an Ostern? Esst ihr Hasen? Weil das schön ironisch wäre? Keine Ahnung. Yay, an Ostern einfach Hasen essen. Warum ist er eigentlich der Osterhase? Ostern hat doch eigentlich nur was mit Jesus zu tun, oder nicht? Ach ja, schon nett von dem Jesus, dass er extra für uns gestorben ist, damit wir ein langes Wochenende haben können. Bestimmt war das der Grund. Nicht. Ja, oder was macht ihr sonst? Trefft ihr euch mit eurer Familie, wenn ihr nicht mehr zu Hause lebt? Oder was kann man sonst noch an Ostern machen? Bemalt ihr mit anderen Kindern Eier? Keine Ahnung. Oder... Jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken. Ne? Reißt ihr die Dekoration von den anderen Häusern ab, weil ihr das kitschig findet? Oder dekoriert ihr selber? Ja, das könnt ihr mal sagen. Dekorieren eure Eltern oder ihr selber euer Haus zu Ostern? Oder allgemein zu irgendwelchen Feiertagen? Also wir dekorieren allgemein zu Weihnachten und sowas, zu so richtig speziellen Tagen, aber zu Ostern nicht. Ah, und wie sieht's da bei euch aus? Hä? Ich glaube, viele machen das ja auch zu Halloween. Zu Halloween machen auch ganz viele ihr Haus schön oder gruselig, besser gesagt. Das machen wir auch nicht. Irgendwie nur zu Weihnachten. Aber es gibt ja echt manche Familien, die machen zu jedem Event irgendwie, dass ihr Haus dazu schick aussieht. Finde ich immer richtig cool. Ich musste ja auch früher mal austragen und da war das dann immer richtig witzig. Dann hat man die ganzen Häuser auch richtig gesehen. Also Zeitung austragen und Prospekte austragen. So, wir müssen anscheinend weitergehen. Das ist jetzt natürlich blöd irgendwie. Aber okay. Den würde ich sogar mitnehmen. Ja, den nehme ich mit. Den nehme ich gerne mit. Gucken wir noch kurz hier rein. Einen Duke of Flies. Ist halt die Frage, ob man hier dann noch runtergehen kann, wenn man ein Item mitnimmt. Hat der von euch ja leider keiner beantwortet. Ach, das sind Stacheln. Stacheln statt... Stein. Ah, hätte ich wirklich gern mitgenommen, aber ich habe Angst, dass ich dann die ganzen Bosswasch machen muss und darauf habe ich keine Lust, wenn ich ehrlich bin. Utero, ja toll. Müssen wir echt noch gegen Mutters Herz kämpfen. In der ersten Challenge. Na super. Da freue ich mich ja drauf. So. Aber Mutters Herz war ja, glaube ich, normal. Genauso wie vorher. Wenn ich das noch richtig weiß. Ich hoffe, ich weiß es noch richtig. Blauer Stein vielleicht irgendwo, sonst... würde ich ungern über irgendwelche Steine laufen. Weil die tun wahrscheinlich irgendwann weh. Und Steine, die weh tun, schmecken nicht. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben, aber egal. Steine, die weh tun, schmecken nicht. Okay. Dizzy, red du ruhig weiter. Aber ich habe gerade vergessen, dass wir ja unseren kleinen Darkbaum haben. Der kann ja schön unsere ganzen roten Herzen aufsammeln. So, da, nimm. Nimm sie dir. Gönn dir. Danke. Okay, wenn wir jetzt irgendwo eine... Oh, hab ich mich erschrocken. Wenn wir jetzt irgendwo so eine Maschine haben, wo wir Leben lassen können, also rote Leben lassen können, werden wir die auf jeden Fall nutzen, damit wir den Hure von Babylon-Effekt bekommen. Hä? Achso, ja. Ich dachte gerade, hier müsste doch eigentlich Mutters Herz kommen. Aber ich ja gar nicht. Wir kriegen lieber einen Krampus. Heißt, wir kriegen entweder die Kohle... Nee, wir können eigentlich ganz viel bekommen, oder? Wir können alle merkwürdigen...
Oder alle. Ja. Wir können alle Devil-Items bekommen. Das war ja nicht Krampus. Okay. 4 Shots und Damage Up. Finde ich gut. Oh, cool. Unsere Tränen sehen anders aus. Finde ich auch schön. Und der Dark Bomb hat sich jetzt schon gelohnt. Wir haben 2 Leben abgegeben und haben jetzt schon 3 Leben dadurch bekommen. Nice. Und unsere Tränen sehen halt wieder normal aus. Das finde ich auch gut. Oh Gott. Oh Gott, geh weg. So. Okay, ich glaube, ich habe den irgendwie kaputt gemacht. Was war das denn? Der hat wahrscheinlich unter der Erde noch... Oh, noch Leben verloren. Deswegen war eben das Geräusch so komisch. Oh, und wir können leben lassen. Wir können leben lassen. Leben, 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 leben lassen. Ganz viele leben lassen. Das machen wir. Ich hoffe nur, wir kriegen unser Schutzschild nicht. Hä? Warum zieht das... Ah, es zieht nur ein halbes Leben ab. Stimmt, weil wir Krebs ja auch noch haben. Und Krebs macht das ja nun mal. So, jetzt sollten wir... Hä? Okay, Hure von Babylon. Was ist los mit dir? Wir haben gar nicht mehr Schaden bekommen. Hä? Aber wir haben... Hure von Babylon. Ja, da kam ja auch eben der Text. Das finde ich komisch. Da war mein Bruder kurz hier. Und ich habe kurz... den Kopf geschüttelt, dass er nicht reinkommen soll. Und dann ist er weggegangen. Das ist nett. Nicht so wie meine Omi-Mama. Die wird trotzdem reinkommen. Auch wenn ich sage, nee, nicht reinkommen. Die wird 5-mal laut meinen Namen rufen. Und dann reinkommen. Egal, was ich sage. Ja, ja. So ist die nun mal. Was haben wir hier? Paralyse und Telepilz. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn hier gelandet? Oh nein. Okay. Ist die Frage, ob jetzt rechts überhaupt der richtige Weg war. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Was haben wir hier noch? Ein Damage Up. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Noch ein Herzchen. Sehr schön. Oh, das ist so schön, wenn man durch die Gegner durchschießen kann. Und man so viel Schaden hat, dass man die dann richtig schnell tötet. Das ist richtig schön. Ah, warte. Wir haben nicht mehr Damage bekommen, obwohl wir diese ganzen Damage-Ups eingesammelt haben, weil wir Libra haben. Und Libra macht ja, dass sich das alles ausgleicht. Deswegen passen sich unsere Statistiken hier alle an. Das ist es, genau. Genau, genau. Okay. Okay. Rätsel gelöst. Rätsel gelöst, auf jeden Fall. Hier die Stärkekarte, die nehmen wir mit. Die Telepille hätten wir... Achso, wir wussten ja nicht, dass es eine Telepille ist. Vielleicht hätten wir noch eine Telepille. Dann könnten wir nämlich, ohne Leben zu verlieren, noch in den Stachelraum reingehen. Und das wäre schon ganz schön töfte. Ja, ja. So. Irgendwie vermisse ich hier aber gerade die schweren Räume. Ich meine, das ist die... Safe... Wieso ist der da oben? Mutti, was hast du getan? Du hängst falsch. Warum hängst du falsch? Ey... Was haben sie mit dir gemacht? Sie haben dich falsch aufgehangen. Du bist gar nicht in der Mitte. Irgendwas läuft hier falsch. Und ich werde herausfinden, was es ist. Aber so ist dann wenigstens nicht jeder Marmfight gleich. Das finde ich ganz schön. Wenn die immer an einer anderen Stelle halt ist. So, dann müssen wir anscheinend zum Teufel gehen. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Dann kommt wahrscheinlich heute doch keine zweite Folge. Ich dachte, das geht schneller, weil ich ja auch dachte, das geht nur bis Mutters Fuß. Aber scheinbar nicht. Xavier Smart dachte sich so, ne, wäre ja viel zu einfach, was es ja auch eigentlich ist. Finde ich eigentlich gut. Oh. Finde ich eigentlich wirklich gut. Da hat mal jemand mitgedacht. Wenn man schon alle Horoskop-Dinger bekommt. Wie heißen die denn? Was ist dein... Sternzeichen. Sternzeichen heißen die Dinger. Sternzeichen. Dann, wenn man die schon alle hat, dann kann man auch das ein bisschen schwerer machen, ganz klar. So. Apropos Sternzeichen, was seid ihr für ein Sternzeichen? Schreibt das mal bitte, dann kann ich nämlich gucken, ob wir zusammenpassen. Glaubt ihr daran? Sternzeichen zusammenpassen. Zu Steinbock, was ich bin, soll ja Jungfrau passen. Also wenn ihr Jungfrau seid, dann seid ihr voll mein Typ. Oh Mann. Titus ist zum Beispiel Jungfrau. Deswegen mag ich den auch so. So. Und andere Steinböcke sollen auch irgendwie zu mir passen. Weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Was ist das? Das war doch dieses eklige Ding, ne?
Und das war eine Telepille. So, so. Na ja, gut. Wir haben genug Bomben. Wir könnten eigentlich mal hier die ganzen blauen Feuer ausmachen. Und hoffen, dass da vielleicht irgendwo ein blaues Herz rauskommt. Ah, ein zumindest. Okay. So, jetzt ist nur die Frage, ob wir danach noch weitergehen müssen. Also ob wir nur den Teufel besiegen müssen oder sogar noch weiter. In die Black Chest, oder wie die heißen soll, in the Dark Room. Dark Room. Ja, oder ob wir halt nur den Teufel besiegen müssen. Weil auf den Dark Room habe ich wirklich gar keine Lust. Vor allem, the Lamp dürfte da ja eigentlich nicht sein. Weil The Lamp hatten wir ja in der Chest. Deswegen bin ich... Ich will es eigentlich gar nicht rausfinden, welcher Gegner dann da ist. Wenn ich ehrlich bin. Und wir sind den falschen Weg gegangen. Oh nein, warum? 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 Nein! Wo haben wir das ganze Geld her? Okay, da gibt es ja nur noch einen Weg, oder? Ja, den hier. Oh, blaues Feuer. Blaues Feuer ist toll, das leuchtet blau. Es ist blaues Feuer. Was tut es? Es leuchtet blau. Wow. Amazing. Blaues Feuer. Ach ja. Dich habe ich ja vermisst. Nicht. So. Wie machen wir das jetzt am besten? Einfach eine Bombe hier hinlegen. Ja. Da hast du noch eine Bombe. Hab Spaß damit. Sehr schön. Wenn hier eine rote Kiste... Ja, gut. Mache ich trotzdem nicht. Ich werde wahrscheinlich zu viele Leben verlieren, wenn ich das machen würde. Das irritiert mich auch richtig, dass sie aus der Seite wieder reinkommen, wo sie auch rausgeflogen sind. So. Geh auf, geh auf, geh auf. Ich habe keine Lust mehr auf diesen Raum. So, gehst du bitte auf? Bitte, bitte, danke. Und noch ein blaues Herz, sehr schön. Wieso will ich heute die ganze Zeit zu den blauen Herzen rote Herzen sagen? Oh, ey, komm. Das war jetzt uncool. So, ich glaube, ich mache erstmal die ganzen Dinger hier aus. Weil die habe ich ja letztes Mal getötet. So. Okay, der hat sich festgefahren. Das finde ich ganz schön. Shit. Okay, die zweite Form sollte aber auch kein Problem sein. Vor allem nicht, wenn wir den Schild haben. Hä? Wir hatten ein Schild und der trifft uns trotzdem mit seinem Laser? Okay. Sehr interessant. Wie ich das hasse, unter ihm zu stehen und dann zu hoffen, dass er keinen Laser macht. So, jetzt kommt der schwere Teil. Obwohl, wir können vergiften. Sollte also eigentlich gehen. Kann der auch über die... Ja, kann er. Er kann auch über die Abgründe, okay. Das ist natürlich blöd. Ich bleibe jetzt trotzdem mal hier an der Seite. Weil da dieses Stachelding nicht so gut hinkommt. Beziehungsweise gar nicht hinkommt. So. Ja. Okay, sollten wir geschafft haben. So. Ja, nice. Nice one. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Das ist der Pokal. Seht ihr den Pokal? Ich sehe den Pokal. Komm, jetzt gehen wir doch nochmal in den Challenge-Raum. Jetzt haben wir schon so viele Leben. Können wir doch mal reinschnuppern. Aha, wir hätten die Mask of Infamy bekommen. Und riesige Spinnen. Wow, okay. So. Und jetzt sterben wir noch in diesem Raum einfach. Und dann haben wir die Challenge doch nicht geschafft. So, au. Ja gut, wenn die Challenges aber alle so weit gehen, dann ist das natürlich eine andere Herausforderung. So. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch kurz eine Ehrenrunde, einfach so. Künstlich halt die Folge strecken. So macht man das, so geht das. Und dann noch eine Karte nehmen. Und diese Karte hier einsetzen und perfekt, dann musst du den ganzen Bomben ausweichen, die uns sowieso nicht getroffen hätten. Und dann haben wir die erste Challenge zumindest geschafft. Yay. Fum.
Ist da jetzt auch ein Haken hinter? Nö. Die ist nicht mal durchgestrichen, aber wir haben die erste geschafft. Das merken wir uns. Horoskop-Challenge geschafft. Sogar besser. Was heißt besser? Sogar die schwerere Horoskop-Challenge. Schwerer als bei der Epic Battle Fantasy Mod. Ja, dann würde ich sagen, kommt... Aber wie machen wir denn das jetzt? Warte, wir machen... Morgen kommt dann wieder Wizards Lizard. Dann würde ich sagen, machen wir einen normalen Run wieder in dieser Mod. Dann wieder Wizards Lizard und dann eine Challenge. Das heißt, ja, dass sich das alles so abwechselt. Dann haben wir aber Vielfalt hier auf meinem Kanal. Perfekt. Richtig die Vielfalt. Okay, dann würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.